Wenn wir nicht schon am Anfang die Launologen im Studio gehabt hätten, und ich habe irgendwie das Gefühl, das färbt hier ab heute, dann würde ab jetzt natürlich die Laune so aufgehen. Meine Damen und Herren, wir beschäftigen uns jetzt mit einem Mann, der am Mittwoch an seinem 71. Geburtstag die wunderbare Nachricht bekommen hat. Endlich ist er da, der Nobelpreis für Chemie. The problem is I'm waiting for a call from our Bundeskanzlerin, Frau Merkel. So, could you call back in a couple of minutes, perhaps? Seit 12 Uhr herrscht in Gerhard Erdls Büro der Ausnahmezustand. Gratulationen aus aller Welt ereilen den 71-Jährigen, der vor lauter Glück und Reporterandrang ganz aus der Fassung geraten ist. Zunächst war ich sprachlos und ich muss gestehen, auch mir kamen die Tränen dabei. Der Chemiker hatte hier in seinem Labor Vakuummessgeräte entwickelt, mit denen er zeigen konnte, wie Moleküle an verschiedenen Oberflächen reagieren. Ohne seine Grundlagenforschung könnte man heute nicht erklären, was genau beim Rosten von Eisen passiert oder wie sich der Abbau der Ozonschicht vollzieht. Trotz aller Bemühungen, seine Forschung zu verstehen, für Erdls Ehefrau bleibt dies alles ein Rätsel. Also über seine Arbeit kann er mit mir nicht reden, weil ich es nicht verstehe. Ich habe keine Ahnung, was er macht. Aber eines war ihr von Anfang an klar. Dem großen Bundesverdienstkreuz wird der Nobelpreis folgen. Gerhard Erdl hatte auf die Auszeichnung gehofft. Heute wurde sein Traum wahr. Herzlich willkommen, Professor Gerhard Erdl und Barbara Erdl. Hallo. Also ich hatte ja zu Anfang schon unseren Zuschauern hier im E-Werk in Baden-Baden gesagt, dass ich sehr froh bin, dass Sie hier sind. Ich muss das jetzt wiederholen für unsere Zuschauer zu Hause. Professor Erdl hat im Moment einen Terminkalender, der ist eine Katastrophe. Er sollte nämlich eigentlich heute an 40 verschiedenen Stellen gleichzeitig sein. Morgen Abend, das darf ich auch noch weitergeben, sind Sie noch bei Anne Will zu sehen. Und so verlangt man jetzt eben von dem Wissenschaftler, dass er in die Öffentlichkeit geht. Am Mittwoch haben Sie diesen Anruf bekommen, den viele ja schon ein paar Jahre früher erwartet haben. Waren Sie in den vergangenen Jahren enttäuscht, als er nicht kam? Das kann man in dem Fall nicht sein. Selbst wenn man weiß, dass man zu den Kandidaten gehört, weiß man auch, dass mindestens ein Dutzend anderer Kollegen genauso jetzt da sozusagen anstehen. Also es ist im Grunde genommen Glück, was dann auch noch dazukommt. Und deswegen war es eigentlich nie Enttäuschung. Umso froher und freudiger war jetzt die Nachricht für mich am vergangenen Mittwoch. Frau Erdl, als Sie davon hörten, das muss doch eine gewisse Befriedigung gewesen sein, weil Sie haben doch schon immer gesagt, meiner ist der Intelligenteste. Ja, das ist klar. Aber ich denke mal, das sagen alle Ehefrauen von ihren Männern, dass es dann tatsächlich so ist. Und wenn man es dann wirklich schwarz auf weiß hat und es bestätigt bekommt und jetzt nicht mehr trommeln muss, dann ist das schon toll. Sie haben so freundlich und nett und ehrlich gesagt, dass Sie das alles nicht verstehen, womit er sich beschäftigt. Also wir beide gründen jetzt einen Verein. Mir geht es natürlich genauso. Trotzdem wollen wir mal so ein ganz klein bisschen uns herantasten. Sie sind der Vater der Oberflächenchemie in Deutschland. Das darf man, glaube ich, so sagen. Viele Wissenschaftler beschäftigen sich in der Zwischenzeit mit diesen Dingen, die Sie da unter anderem entdeckt haben. Das ist natürlich Grundlagenforschung. Das geht nicht von heute auf morgen. Das dauert 30, 40 Jahre. Ich glaube, so lange beschäftigen Sie sich richtig, damit. Ja. Ja, ja. Schon als junger Wissenschaftler haben Sie, glaube ich, habilitiert mit einer Arbeit zu diesem richtig, Thema. Sie haben sich aber gut informiert, ja. Ja, ich war fleißig. Der Plassberg hat mir gesagt, ich muss fleißig sein. Professor Erdl, das mit der Oberflächenchemie. Ich versuche jetzt mal zu erklären als Laie, was mir übrig geblieben ist. Okay. Wir können durch Ihre Arbeit heute besser verstehen, was im Katalysator vorgeht. Das heißt, man wird auch bessere Katalysatoren bauen können. Das wird eine Konsequenz dann sein. Wenn man etwas besser versteht, kann man sozusagen auch daran gehen, etwas besser zu optimieren. Genauso ist es mit dem Ozonloch. Ja. Man kann heute besser erklären, weshalb das überhaupt und wie entsteht. Und man kann wieder neue Hoffnung daraus schöpfen. Das Ozonloch ist natürlich etwas, womit wir uns nicht beschäftigt haben. Aber es ist dort auch Vorgänge an Festkörperoberflächen, die sozusagen die Elementarschritte einleiten zu der Problematik, die sich daraus ergibt. Und dann gibt es, glaube ich, auch in der ölverarbeitenden Industrie
in der Zwischenzeit neue Wege, die man geht, die man ohne Sie nicht hätte gehen können. Also Was ist das? So weit würde ich nicht gehen. Aber wenn Sie Auto fahren, brauchen Sie Benzin dazu. Und das Benzin kommt nicht so aus der Erde, sondern es ist das Rohöl. Das Rohöl muss verarbeitet werden. Das machen die Raffinerien und das sind alles katalytische Prozesse. Also Prozesse, wodurch die Wechselwirkung des Stoffes mit der Oberfläche eines Katalysators neue Moleküle entstehen. Das ist genau das, was sich da abspielt. Man sagt Frau Ertl Ihrem Mann nach, er hätte so ein Händchen für das Team. Hatte er überhaupt auch Zeit, ein Händchen für die Familie zu haben? Oder mussten Sie viele Jahre auf ihn sehr verzichten? Nein, sehr verzichten musste ich nicht. Es ging unter uns jungen Wissenschaftlerfrauen in Hannover damals das böse Wort der alleinerziehenden Mütter, aber das stimmt nur bedingt. Er war immer auch zu Hause und wenn er zu Hause war, war er auch richtig zu Hause. Die Entdeckung, für die er jetzt ausgezeichnet wurde, oder sagen wir mal diese Summe der Entdeckungen, die muss Ihnen doch viel früher klar gewesen sein. Er muss doch mal vor 20 Jahren nach Hause gekommen sein und gesagt haben, ich habe heute eine Nummer gedacht. Nein? Ich glaube, das stellen sich Leute vor, dass es so ist, die nicht mit der Wissenschaft enger zu tun haben. Das sind, glaube ich, ganz viele, ganz kleine Schrittchen. Das ist nicht so das eine Erlebnis, jetzt Heureka, ich habe es gefunden. Also bei Gerd bin ich, war es das. Ja, ich bin mit dem Gerd befreundet. Natürlich. Also bei dir war es auch Grünberg ist eine einmalige Entdeckung gewesen, aber bei mir war das sozusagen eine langsame Entwicklung, wo ein Steinchen zum anderen gekommen ist und dann hat sich ein neues Rätsel sozusagen aufgetan und dann konnte man sozusagen den nächsten Schritt machen. Aber Sie sind ja jetzt zum Beispiel Ehrenprofessor an allen Berliner Universitäten. Richtig. Sie haben Dutzende von Titeln bekommen. Das heißt, die Leute haben ja gewusst, was da für ein Hochkaräter sitzt. Ich denke schon, dass die Community das sozusagen schon gewusst hat. Aber wie gesagt, es sind dann immer viele andere, die sozusagen auch anstehen. Also insofern, ich habe ja viele andere Ehrungen vorher auch schon bekommen. Merkwürdigerweise ist es ja nur dieser eine Preis, der ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gerät. Ja? Das ist ganz eigenartig. Ich verstehe es nicht. Das muss also auch eine Psychologie der Anerkennung sein, die sozusagen eine besondere Rolle spielt. Der Japan-Preis ist Ihnen, glaube ich, auch zuerkannt worden. Auch ein der Wolf-Preis. Kein Mensch kennt den hierzulande. Vom Kaiser von Japan überreicht worden. Jetzt haben Sie immerhin noch einen König. Also jetzt habe ich noch einen König, Da am 13. Dezember, wenn alle da hinfahren, ein wunderbares Spektakel, wird in der ganzen Welt übertragen. Sie brauchen ein Smoking. Ein Frack, natürlich. Steht jetzt schon drin in den Gebrauchsanweisungen, die einem zugeschickt werden. Und der Mann, der Sie anrief am Mittwoch, Sie hatten ja Ihren 71. Geburtstag. Ja. Wer war das? Das war der Sekretär der Schwedischen Akademie der Wissenschaften, der das sehr distinguiert und vornehm zum Ausdruck gebracht hat. Ich habe eine sehr erfreuliche Mitteilung für Sie. Was das für eine Mitteilung sein wird, habe ich dann schon kapiert, wenn sich jemand mit Schwedischer Akademie der Wissenschaften meldet an dem Tag. Was soll es denn sonst sein? Aber dann sagte er mir, Sie müssen jetzt noch 20 Minuten still sein, bis wir das offiziell mitteilen. Und Sie konnten nicht sofort Ihre Frau anrufen? Nein, ich fragte dann, darf ich es meiner Frau sagen? Und dann guckte er in die Runde, offenbar die ganze Kommission saß um ihn rum. Und er sagte, die schütteln alle den Kopf. Na, dann blieb ich also ruhig in meinem Kämmerchen sitzen. Das heißt, 20 Minuten wussten Sie in Ihrem Leben etwas, was Ihre Frau nicht wusste. Ich vermute, es kommt sonst auch vor. Sie sind in Stuttgart-Bad Cannstatt, glaube ich, aufgewachsen. Ja. Sind da auch in die Schule gegangen? Ja. Nee, aufgewachsen. Und es gibt immer noch Klassentreffen? Wir haben vor 2 Jahren das 50-jährige Abitur gefeiert. Ja, das war also wirklich ein großes Erlebnis. Ich habe heute vor der Sendung einen Schulkameraden zufälligerweise draußen vor dem Haus getroffen aus Balingen, der hier nach Baden-Baden zu dem Festspielhaus gekommen ist. Also Sie sehen, es gibt noch Kontakte auf jeden Fall. Ah, wie schön. Ja. Und deswegen können Sie mir jetzt auch die Wahrheit sagen. Wie waren Sie in Chemie? Chemie war ich nicht schlecht, aber wir hatten keinen guten Lehrer, muss ich ehrlich gestehen. Ja. Wir hatten einen sehr viel besseren Physiklehrer. Das Fach hat mich dann auch besonders interessiert. Ja. Ah, das müssen wir noch unseren Zuschauern sagen. Ja. Sie sind ja von Haus aus Physiker. Ich bin Physiker, und haben den Chemie-Nobelpreis bekommen. Und jetzt erklären Sie uns noch mal in 3 Sätzen, warum Chemie und Physik doch so vieles gemeinsam haben. Also, die Chemie sind die Abläufe zwischen Molekülen und Atomen, die zu stofflichen Veränderungen unserer Umwelt führen. Die Gesetze, die diese Vorgänge steuern, sind alles physikalische Gesetze. Aus diesem Grunde ist sozusagen ein direkter Übergang von der Physik zur Chemie und meine Disziplin ist die physikalische Chemie. Das heißt die Untersuchung von Vorgängen in der Chemie mit Methoden der Physik.
Nur für den Schüler ist das etwas ganz Verschiedenes. Aber wenn man dann sozusagen mal im Geschäft drin ist, merkt man, es ist ein kontinuierlicher Übergang. Ich bin natürlich froh, dass die Chemiker mich mittlerweile als ihresgleichen anerkennen. Das war von Anfang an nicht so garantiert gewesen. Ja, ein Physiker, das ist natürlich ein Fremdgänger. Aber jetzt habe ich es ja offiziell. Also in der Zwischenzeit nehmen die Chemiker Sie jetzt endlich ernst. Ja. Darf man das so sagen. Also das war doch aber jetzt zu verstehen, Frau Ertl. Ja, soweit habe ich es ja auch verstanden. Haben Sie denn das Wissenschaftsgehen weitervererbt? Meine Tochter ist Ärztin. Und mein Sohn ist Maschinenbauingenieur. Das heißt, also sie haben durchaus Tendenzen in den Naturwissenschaften. Aber mit Physik und Chemie selber wollten sie nichts zu tun haben. Das war wohl eine natürliche Abwehrhaltung sozusagen. Also sie hatten einen schlechten Chemielehrer und ihre Tochter ist wahrscheinlich einen guten Biologielehrer. Das weiß ich nicht so sehr. Sie hat sich aber sehr früh schon für Menschen interessiert und dann war es ihr klar, dass sie etwas mit Medizin zu tun haben möchte. Jetzt möchte ich was über Sie wissen, aber nicht von Ihnen, sondern von Ihrer Frau. Ja. Man sagt Ihrem Mann nach, er hätte so ein Händchen für Mitarbeiter. Können Sie das beschreiben, an welchen Eigenschaften das ausgerichtet ist? Nein, das kann ich eigentlich nicht wirklich beschreiben. Ich habe es auch manchmal erst hinterher gemerkt, weil ich manchmal ja auch gar nicht weiß, wen er eingestellt hat. Also ich weiß, dass er sehr kollegial ist, dass er sehr warmherzig ist mit seinen Mitarbeitern, aber ich weiß auch, dass er sehr viel von ihnen verlangt hat immer. Das er war also nicht nachsichtig. Das heißt, wenn einer nichts tut bei Ihnen, dann werden Sie hart. Dann hat er schlechte Karten, ja, das muss ich schon sagen, ja. Aber zu Ihrer ersten Frage vielleicht eine kleine Anekdote. Vor 3 Jahren, als ich offiziell im Amt verabschiedet wurde, hat einer meiner früheren Schüler auch ein paar Worte gesagt. Und er sagt, es war immer so, wenn man zum Chef kam und der Meinung war, jetzt sage ich ihm aber mal, so geht's nicht, dann kam er nach 20 Minuten wieder raus und war umgedreht und hat dem Chef recht gegeben. Er wusste auch nicht, wie ich das gemacht habe, aber offenbar ist das, was Sie mit Händchen sozusagen bezeichnen. Ja. Ein Grundlagenwissenschaftler, der sich mit vielen Dingen lange beschäftigen muss, die jahrelang keine Befriedigung geben, weil er nicht weiß, bin ich wirklich auf dem richtigen Weg, muss zumindest viel Geduld haben. Ein guter Klavierspieler muss sehr viel geübt haben. Sie sind ein sehr guter Klavierspieler. Man sagt, einer der besten unter den Wissenschaftlern, Manfred Eigen ist so ein guter Klavierspieler, Lipscomb, auch ein Chemiker, ist ein wunderbarer Klarinettenspieler. Haben Sie tatsächlich noch genügend Zeit gefunden zum Üben? Das ist ja das Problem, dass man dann nicht mehr zum Üben kommt und das ist dann auch unbefriedigend und dann gibt man es eher sozusagen auf. Sie erwähnten Manfred Eigen, der stammte ja aus einer Musikerfamilie und wollte ursprünglich sogar Pianist werden. Das war bei mir nicht der Fall. Ich habe als Kind auch angefangen, aber bin dann weitgehend Autodidakt geblieben. Aber habe während meines Studiums sehr viel Tanzmusik gemacht. Ich habe also mein Studium im Wesentlichen damit verdient. Und so blieb eigentlich die Liebe zur Musik mein ganzes Leben erhalten. Ich habe sehr viel Kammermusik gemacht später, aber nie so, dass also ich... Also auch kein Problem mit klassischer Musik, Unterhaltungsmusik. Nein, Sie sind als Musikus durch die Welt so gezogen, haben sich Ihr Studium verdient. So ist es, ja. Kann er auch gut tanzen? Ja. Ja, er hat früher gut getanzt. Ich meine, jetzt, seit er so ein bisschen gehbehindert ist, nicht mehr, aber er hat gut getanzt, ja. Als Sie sich kennengelernt haben und er Ihnen zum ersten Mal imponiert hat, haben Sie da eigentlich gewusst, was Sie da für einen Geist gefunden haben? Nee. Ab wann haben Sie gewusst, heieiei, neben mir lebt eine Koryphäe? Das kam langsam. Ich denke mal, das kam auch mit der wachsenden Karriere. Die ersten Jahre in München, Doktorarbeit, Habilitation, da war das noch nicht so ausgeprägt. Es kam dann wohl mit den Möglichkeiten, die gewachsen sind, mit der ersten Berufung nach Hannover, 68. Und ja, dann irgendwie merkte man auch aus Reaktionen von Kollegen und dass da doch irgendwas sich so langsam macht. Und dann, wirklich manifest wurde das dann in München. In den und wenn er jetzt Jahren den Nobelpreis kriegt und Sie wollen ihm eine große Freude machen, was kochen Sie ihm dann? Was koche ich ihm dann? Was ist Linsen mit Spätzle. Genau. Professor Ertl, meine Sendezeit geht langsam, aber sicher zu Ende. Ich habe nach unserem Gespräch noch einen Musiker eingeladen, der mit den Schwarzmeer-Kosaken zu uns kommt und uns hier auch noch etwas vortragen wird.
die Musik ist ja nicht so weit von Ihnen. Jetzt haben wir mit Ihnen ein Problem. Sie sollten ein Konzert spielen, Messias von Händel, am 13. Dezember, sind aber dann in Schweden und können nicht. Kann das denn noch verschoben werden? Nein. Das ist das Weihnachtskonzert des Berliner Oratorienchors, in dem auch meine Frau mitsingt. Ja. Und die das schon lange, und Sie wissen, das Konzerthaus, sowas kann man nicht Woche vorher sozusagen mieten und umdisponieren. Die Solisten sind engagiert, das Orchester ist engagiert. Das ist ganz klar, da muss jetzt jemand anders dafür gefunden werden. Aber das vielleicht klappt es nächstes. Höhere Gewalt. Ich möchte mit Ihnen gerne noch einen kleinen Appell in die Welt setzen, weil ich mich ein bisschen mit Grundlagenforschung beschäftigt habe. Es ist ja, die Zeitungen sind im Moment voll, die Deutschen haben wieder tolle Wissenschaftler und man kann hier wunderbar forschen und das ist eben immer noch einer der besten Plätze der Welt. Das gibt ja ein ganz leicht falsches Bild von der tatsächlichen Situation. Es gibt immer noch sehr viele deutsche Wissenschaftler, die ins Ausland gehen. Und die Arbeiten, wofür sie jetzt ausgezeichnet worden sind, sind ja auch schon nun einige Jahre her. Was wollen Sie den Deutschen mit auf den Weg geben, dass sie mehr Geld in die Wissenschaft stopfen? Also zunächst mal kann ich unterstreichen, was viele andere Kollegen auch sagen, die Wissenschaft in Deutschland ist nicht schlechter als in USA oder anderswo. Es wird vielleicht nicht so viel getrommelt. Und deswegen, das wurde ja vorhin auch schon mal gesagt, die Deutschen neigen immer dazu, etwas schlecht zu reden. Das ist im Wissenschaftsgebiet auch so. Wo das Geld im Wesentlichen fehlt, ist nicht so sehr die Grundlagenforschung. Die Max-Planck-Gesellschaft, bei der ich bin, ist paradiesisch. Sondern die Strukturen der Universitäten. Die müssen verbessert werden. Und wenn man jetzt sagt, wir machen Exzellenzinitiative und da gibt es so und so viele Millionen, dann ist es natürlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Das löst nicht das Problem, sondern es muss sozusagen grundlegend darüber nachgedacht werden, wie man die Universitäten durch Umstrukturierungen, aber auch durch andere organisatorische Maßnahmen auf eine bessere finanzielle Basis stellen kann. Also dann können wir alle nur hoffen, dass diese Preise, die jetzt an Sie verteilt werden, dazu beitragen, dass die Diskussion wieder aufgenommen wird und sich dann doch einiges an den Unis verbessert. Das hoffe ich auch, ja. Ich wünsche Ihnen, dass Sie gesund bleiben, froh sind, glücklich sind, sich in Schweden wahnsinnig freuen und vielleicht sehen wir uns bald mal wieder. Dankeschön. Applaus Professor Gerhard Erkel und seine Frau Barbara.